Einem Geomatiker fallen ganz viele Sachen auf, die es einfach so hat in deinem Umfeld, die dir vielleicht gar noch nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, du stehst an einem Bahnhof und wartest auf den Zug und schaust ein bisschen um. Da fallen dir vielleicht gerade die roten Spiegel auf, die du jetzt gesehen hast. Das sind sogenannte Mini-Prismen. Und wenn wir als Geomatiker die auf einem Gleis sehen, dann suchen wir immer gerade den Überwachungstachy dazu, der die Punkte messen. Vielleicht sind dir auch schon mal so Bilder aufgefallen, die es bei einem Haus oder auf der Straße hatte. Die Bilder sind Grenzpunkte, die für einen Geomatiker einen Punkt von einer Grenzlinie bedeuten. Mehrere Grenzpunkte zusammen definieren dann ein Grundstück. Die Daten sind in einem System erfasst und dort kann man die Daten anschauen, wie zum Beispiel Grenzpunktnummern oder Koordinaten oder sogar die ganze Parzelle. Das Gerät, das ich gerade sehe, das ist ein GNSS. Mit dem kann man satellitengestützt Sachen messen und bestimmte Punkte abstecken. Mit diesen gemessenen Aufnahmen ist es dann möglich, den Grundbuchplan so nachzuführen, dass er wieder am Realzustand entspricht. In der Vermessung gibt es nicht nur Grenzpunkte, sondern auch Fixpunkte, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Und natürlich gibt es nicht nur das GNSS, sondern auch noch andere Messgeräte, wie jetzt da zum Beispiel der Tachymeter. Viele Leute haben das Gefühl, das sei ein Fotogerät, aber das macht keine Fotos. Mit dem kann man nämlich auch Sachen messen und abstecken. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, funktioniert es wie ein Fernrohr und tut alles vergrössern, wenn man durchschaut. Schon faszinierend, die Welt der Geomatik, oder nicht? Das ist auch ein Messgerät von der Geomatiker und es nennt sich Nivellier. Für das Nivellier braucht man entweder die Fixpunkte, die ihr vorher gerade gesehen habt, oder so komische grosse Bölze, die amigs schräg in einer Wand oder Mauer drin sind. Die Höhen tut man mit einer Nivellierplatte auf weitere Punkte übertragen. Nicht nur im Alltag eines Geomatikers gibt es Sachen, die uns an Geomatik mega faszinieren. Auch im Studium sehen und erleben wir ganz viele coole Sachen. Zum Beispiel seht ihr jetzt hier gerade einen Tachy, der im Schulzimmer steht. Und in dem Schulzimmer hat es überall Prismen montiert, mit denen kann man messen und sogar Positionen bestimmen. Es hat auch ganz viele PCs, mit denen kann man Auswertungen machen von den Sachen, die man gerade gemessen hat. Oder auch mit Ortenfotos oder anderen Programmen Sachen bearbeiten oder dokumentieren. Im Studium haben wir auch ein eigenes Messlabor. Dort könnt man alte Geräte ausprobieren und auch an neue Sachen tüfteln, wie zum Beispiel mit dieser Lego-Isobahn. Wir hoffen, wir haben dir unsere Faszination an Geomatik weitergeben können und wünschen dir viel Spass, die Welt aus den Augen eines Geomatikers zu sehen. Vielleicht sieht man sich ja dann im Studium für Geomatik und sonst wünschen wir dir viel Spass beim Pilz auf der Straße zu bewundern.